Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Die erste Aufnahme nach meinem Urlaub und ich muss mich jetzt selber natürlich erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden. Eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne noch über die Bühne bringen würde, also ich setze mir ja eigentlich bislang habe ich mir keine Ziele gesetzt hinsichtlich Gesamtbevölkerung oder irgend so ein Kram, aber wo wir jetzt schon bei fast 80.000 angekommen sind, wäre es glaube ich schon eine ganz nette Zielsetzung, mal auf die 100.000 zu kommen, das Ganze mal sechsstellig zu machen. Und ich denke mal, das ist auch ein realistisches Ziel. Das habe ich auch gerade gesehen, die Bevölkerung ist wieder ziemlich hochgeschossen. Ich hatte gerade schon mal nachgesehen, also bei den Investoren, da würde ich natürlich schon ganz gerne zusehen, dass wir das alles wirklich hier zufriedenstellen, ihre ganzen Grundbedürfnisse. Zigarren war gerade lange Zeit ziemlich unten, Schokolade, ja gut, das ist wahrscheinlich nur ein Lieferengpass beim Kaffee, muss ich nochmal nachsehen. Aber gut, das sind ja alles Dinge, die in der neuen Welt passieren, deswegen würde ich vielleicht erstmal schauen, dass wir in der neuen Welt vorbei düsen und dort schauen, was es denn mit diesen ganzen Sachen auf sich hat. Also vor allen Dingen Kaffee und Zigarren. Zigarren ist, glaube ich, das drängendste Problem. Also lassen wir uns dort mal blicken. Hier müsste ja soweit alles in Ordnung sein. Und wir haben sogar zur Not hier noch ein bisschen Arbeitskraft übrig, sodass wir handlungsfähig sind. Also schauen wir mal. Wie sieht es denn mit den Kaffeevorräten aus? Also die müssten eigentlich in Ordnung sein. Ja, das ist auf Anschlag oder zumindest so gut wie. Das heißt, das ist tatsächlich nur ein Transportproblem. Muss ich vielleicht direkt nochmal ein weiteres Schiffchen bestellen? Ich glaube, das machen wir auch direkt mal. Aber Zigarren, ihr seht ja selbst, das ist tatsächlich, da sind die Lager leer. Also werden wir da mal kurz ansetzen und zusehen, dass wir das ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. So, nochmal ein weiteres Schiffchen bauen. Beziehungsweise hier ist sowieso noch eins fertig. Haben wir hier auch noch eine weiße Fahne, die wir dort hissen können? Oh, Tiere habe ich hier noch übrig. Das ist natürlich auch ganz ausgezeichnet. Okay, eins nach dem anderen. Wir setzen hier erstmal die weiße Flagge. Ja, und ich glaube, der Einfachheit halber legen wir einfach direkt nochmal eine weitere Route an. Für den Kaffeetransport. Und zwar einmal von hier. Route einrichten, Handelsroute. Falsch. Nein, das kommt wieder weg. Neue Welt. Da müssen wir einmal hin, dann müssen wir ans Kap. Und hier, ja, ich glaube, das machen wir einfach komplett mit Kaffee voll. Das kann ja nicht schaden. Wo ist er denn, der Kaffee? Sage mal. Da. Okay, einmal komplett füllen. Und einmal komplett leeren. Schiffchen draufsetzen, Löwenmäulchen annehmen und ab dafür. Gut, was ich auch immer noch gerne mache, wenn ich wirklich alle Schiffe losgeschickt habe. Oh, Moment, ich habe irgendwie... Scheiße, jetzt habe ich irgendein falsches Schiff genommen. Löwenmäulchen. Wer ist denn das Löwenmäulchen? Jetzt habe ich irgendein Schiff da auf die Route gesetzt. Okay, können wir wieder runternehmen. Windsbraut brauchen wir. Also Route. Und bei den Handelsrouten, wo haben wir denn die Kaffeeroute, die ich gerade angelegt habe? Ihr seht schon, ich bin ein bisschen eingerostet. Könnte ein bisschen dauern. So, der ist es nicht. Der ist es. Den nehmen wir wieder runter. Und setzen stattdessen die Windsbraut drauf. Und dann sollte das passen. So, dann produziere ich aber direkt nochmal ein weiteres Schiffchen nach. Oder sollen wir vielleicht doch mal... Naja, wobei... Also die Clipper, die haben sich schon bewährt. Die brauchen halt ein bisschen, die sind nicht so schnell, aber die sind billig und haben 4 Frachtplätze. Platz für ein Item, das geht schon in Ordnung. Das machen wir so. So, die sind alle in Betrieb. Okay, was dümpelt der hier noch so rum? Der hat gerade nichts zu tun, sehe ich das richtig. Dann schnappen wir uns den auch gerade mal. Gucken mal bei den Items rein und transportieren mal noch ein bisschen was in die neue Welt, um den Zoo noch ein bisschen weiter zu bestücken, weil das würde ich natürlich auch ganz gerne noch ein bisschen ausbauen dort drüben. Ah, weiße Flaggen haben wir noch mehr als genug auf Lager. Ich habe sowieso, das Lager ist ja voll mit allen möglichen Sachen. Was haben wir denn hier noch alles rumdümpeln? Nahrungsmittelerzeuger für die Handelskammer, Tierhöfe, episches Eisenglasgerüst, Turbogenerator. Ja, okay, gut, also ich bin noch ausgestattet. Bei Bedarf, gut, aber das schicken wir mal in die neue Welt. So, was wollten wir jetzt? Genau, Zigarren.
Da werden wir mal zusehen, dass wir da ein bisschen nachbessern. Woran mangelt es? Denn Tabak dürfte eigentlich kein Problem sein. Nee, Tabak ist auch ziemlich auf Anschlag, das Lager bis unter das Dach gefüllt. Das heißt, es kann eigentlich nur an dem anderen Zeug liegen. Hier, Holzfurnier. Okay, das ist natürlich überschaubar. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen nachbessern, denke ich mal. Und vielleicht sogar noch eine weitere Zigarrenfabrik. Schauen wir mal, ob wir uns das überhaupt leisten können. Zigarren sind hier einsortiert. 175 Obrero-Arbeitskräfte, das ist natürlich eine ganze Menge. Was braucht er hier? 100. Na, da müssen wir auch fast zusehen. Also ich würde sagen, zwei weitere Kunstschreinereien sind schon keine schlechte Idee. Wie ist denn die Holzversorgung? Die ist sehr, sehr gut. Ja, dann nehmen wir noch zwei weitere von diesen Kunstschreinereien. Und dann müssen wir aber auch noch zusehen, dass wir hier einfach insgesamt noch ein paar mehr Leute einziehen lassen, um an mehr Arbeitskraft zu gelangen. Aber ist natürlich, der Platz ist einfach verdammt eng. Naja, wobei, okay, Produktionsgebäude kriege ich noch genügend unter. Da haben wir hier schon noch Platz. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Wo stellen wir sie denn hin? Hier drüben vielleicht. Dann wäre der Platz zumindest einigermaßen sinnvoll genutzt. Kriegen wir da, ja, okay, das geht. Zwei nebeneinander. Die sind dann auch direkt hier an dieses Lagerhaus angeschlossen. Das passt schon. Dann kriegt der hier noch eine Straßenverbindung und dann sollte das schon mal in Ordnung sein. Ja, aber dann brauchen wir natürlich noch Arbeitskraft, weil ich würde jetzt schon ganz gerne direkt noch eine weitere Zigarrenfabrik hier hinzimmern, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Okay, also hier hätten wir schon noch Platz. Hier ist auch ein Marktplatz. Wie machen wir es denn? Also hier würden wir zwei Reihen hinkriegen, aber dann muss ich hier nochmal ein bisschen umdisponieren, damit wir hier auch noch eine Straße hinbekommen. Oder können wir vielleicht in die Richtung noch was machen? Dass wir hier noch so ein bisschen umbauen. Ich glaube, ja, macht schon mehr Sinn, glaube ich. Ja, das Ganze hier vielleicht einfach insgesamt so ein bisschen umstrukturieren. Kommen wir hier rüber? Ja, okay, das geht. Dann würde ich den Marktplatz nämlich hier hinsetzen. Dann ziehen wir uns hier noch eine Straße durch. Und dann schauen wir mal. Kriegen wir das hier sinnvoll? Muss natürlich an die Häuserreihe hier drüben auch noch dran kommen. Das funktioniert. Okay, das passt. Dann ziehen wir hier noch eine Straße durch. Dann können wir das hier wegreißen. Und dann kriegen wir auf jeden Fall. Okay, jetzt ist hier auch wieder ein bisschen Platz frei geworden. Können wir hier noch eine Häuserzeile hochziehen? Okay, dann müssen wir da gar nicht so massiv umbauen. Aber dadurch sollten wir schon mal einiges an Arbeitskraft gewonnen haben, wenn sich jetzt die Häuser schön füllen. Und die ganze Ecke können wir ja auch nochmal hier schön auffüllen mit Häusern. Und da haben wir sogar noch ein bisschen Platz für Grünzeug außenrum. Okay, das ist schon mal gut. Und dann nehmen wir direkt noch ein paar Ornamente, die wir hier noch reinpflanzen. In der Hoffnung, dass wir dadurch auch die Attraktivität noch ein bisschen boosten können. Ein paar Palmen. Bisschen Grünzeug außenrum. Schaut es denn eigentlich aus mit der Attraktivität? Wir sind immerhin schon eine pittoreske Kolonie. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Die nächste Stufe wären 1750. Und ich habe ja auch schon Luftschiffe losgeschickt mit weiteren Artikeln bzw. Tieren für den Zoo. Und ich glaube, ich habe sogar zwei Luftschiffe losgeschickt. Also könnten wir tatsächlich auch noch eine Stufe höher kommen. Hier wäre auch noch ein bisschen Platz frei für weitere Häuschen. Aber ich glaube, das habe ich wahrscheinlich schon mal ausprobiert, oder? Da kriegen wir nichts mehr unter. Da, nee, kriegen wir beim besten Willen nichts mehr reingequetscht. Da ist Ende Gelände, deswegen füllen wir hier auch direkt noch mal ein bisschen auf mit Grünzeug, wenn es geht. Ja, also man sieht halt, es geht halt minimal hoch. Das bringt nicht so viel. Da macht's halt, da geht halt über die Masse. Aber ist auch okay. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. So, Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das dürfte dann wohl eins der Luftschiffe sein. Das heißt, um den Zoo können wir uns auch gleich noch hier weiter kümmern. So, jetzt schauen wir mal. Also, das füllt sich. Das heißt, wir müssten auch wieder einige Gebäude aufwerten können und dann, ich glaube, 175 Arbeitskraft für eine weitere Zigarrenfabrik.
Da sollten wir schon jetzt relativ easy hinkommen. Die Frage ist nur, wo können wir hier sinnvoll aufwerten? Irgendwelche Häuser, die halt auch in Reichweite von diesen ganzen allgemeinen Gebäuden sind. So, Zeitung. Seeschlacht. Wann hatte ich denn eine Seeschlacht? Kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung. Muss letzte Folge gewesen sein und das ist ungefähr 3 Wochen hier bei mir. Also, veröffentlichen. So, schauen wir mal. Naja, gut. Ich würde sagen, hier versuchen wir es mal. So, okay. Das ist ordentlich hochgegangen. Jetzt haben wir über 200 Arbeitskraft. Haben die auch alles, was sie so brauchen zur Zufriedenheit? Okay, also die sind auf jeden Fall alle noch in der Reichweite der Arena und der Kapelle hier drüben. Ja, naja, geht schon. Die werden schon noch zufrieden genug sein. Gut, 76%. Okay, das muss genügen. Alles klar. Das geht soweit in Ordnung. Das heißt, jetzt Zigarrenfabrik. Wo habe ich denn bislang die ganzen Zigarrenfabriken? Hier drüben. Sind die alle möglicherweise sogar in einem Einflussbereich von der Handelskammer? Das muss ich mal irgendwie kontrollieren. Ist auch schade, dass man das jetzt nicht hier irgendwie auf den ersten Blick sieht, oder? Ach doch, wobei, der Zigarrenkenner. Das heißt, die sind auf jeden Fall beeinflusst. Nur, wo ist die Handelskammer? Wenn ich die jetzt sehen würde, muss ja irgendwo hier drüben sein. Aber man muss ja nur so eine Handelskammer kurz in die Hand nehmen. Ah, okay, hier mittendrin. Gut. Also hier in dem Radius hätten wir also tatsächlich Beeinflussungen. Ja, aber das ist schon ganz schön vollgekleistert. Wie soll ich da jetzt noch eine Zigarrenfabrik reinquetschen? Die sind ja auch relativ groß. Wir haben keinen Platz. Zuckerraffinerie, gut. Der ist sicherlich nicht beeinflusst. Den könnten wir schon mal irgendwie verlagern. Und die sind sowieso auf Anschlag. Also die sind voll mit der Produktion. Stellen wir den mal hier drüben ab. Dann haben wir hier noch ein Lagergebäude, eine Lagerhalle. Würde ich schon ganz gerne in dem Bereich lassen, können wir aber ein Stückchen versetzen und dann wird ja hoffentlich hier die Zigarren, also eine weitere Zigarrenfabrik hier noch nebendran hinpassen. Let's have a look. Zigarren hier drüben. Ich muss hier noch ein bisschen Platz machen. So. Ah, verdammt, die ist noch größer als gedacht. Das wird nichts. Das wird nichts. Ärgerlich. Genau hier wäre sie halt noch im Radius, denke ich mal. Naja, und die Rumbrennereien, die sind halt auch alle von derselben Handelskammer beeinflusst, nehme ich mal an. Nicht wahr? Sektkellerei, Rumbrennerei. Könnten wir vielleicht hier oben noch hinstellen. Die Straße brauchen wir nicht, auf gar keinen Fall. Vielleicht passt jetzt hier noch die Rumbrennerei hin. Wenn wir eine versetzen. Sind die eigentlich gleich groß? Naja, nicht ganz. Gut, die würde ich ganz gerne hier hinbauen. Okay, dann müssen wir einfach den Kollegen hier ein bisschen umsetzen. Den stellen wir mal hier hin. So, dann nehmen wir diese Rumbrennerei, stellen die hier hin. Dann ist die auf jeden Fall immer noch beeinflusst. Und dann müsste doch hier noch eine weitere Zigarrenfabrik hinpassen. Doch, das geht auf jeden Fall, oder? Die verschieben wir hier nach rechts. Und dann passt doch hier locker noch eine nebendran hin. Okay, sehr gut. Ausgezeichnet. Na, die drehen wir noch um. Aus optischen Gründen. Okay. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn wir den hier vielleicht sogar noch versetzen, dann kriegen wir hier sogar noch eine fünfte Zigarrenfabrik hin und die ist dann auch noch im Einflussradius. Das wäre natürlich noch ein bisschen netter. Ist echt ein bisschen ärgerlich mit den Ölquellen. Manchmal gehen die ja schon im Weg rum, aber man kann die halt auch nicht wegreißen. So. Versetzen, okay. Lasse ich mir eingehen, dass das nicht geht, aber man könnte sie ja zumindest zubetonieren oder so. Auch wenn sie dann möglicherweise weg wären, aber meine Güte, könnte ich mit leben. Okay, wir können mal schauen. Hier oben, links oben im Einflussradius, wenn ich den dort hinsetze, ist der dann immer noch beeinflusst. Also müsste er theoretisch noch drin sein. Ja, okay, der ist dann nicht mehr beeinflusst. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Weil es sind so viele Rumbrennereien im Einflussradio und die Lager sind alle voll. Das heißt, wenn wir ganz viel Glück haben, könnten wir theoretisch hier unten sogar... Okay, das würde dann schon gehen. Also hier noch eine weitere Zigarrenmanufakturfabrik dahin quetschen. Bei Bedarf. Haben wir aktuell nicht, aber es würde gehen. Also mit der Arbeitskraft, das kriegen wir schon hin. Okay, das passt erstmal.
So, Zigarrenproblem sollte damit gelöst sein. Kaffee haben wir uns drum gekümmert und ein weiteres Schiff auf die Route gesetzt. Das bedeutet, jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis die Produktion ein bisschen hochschießt mit den Zigarren, bis das hier ein bisschen angezogen hat mit dem Holzfurnier. Da geht aber die Entwicklung auch noch nicht hoch. Bleibt stabil, aber geht noch nicht hoch. Das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig hier. Ich glaube, das reicht noch nicht. Brauchen wir noch eine weitere. Eine bauen wir noch. Was haben wir denn eigentlich für einen Produktionszyklus? Eine Minute. Und Zigarren brauchen 30 Sekunden. Ja gut, dann brauchen wir einfach noch mindestens noch eine. Arbeitskraft, das reicht noch. 100 Stück haben wir gesagt. Okay, die sind halt. Ja, die sind halt verteilt über die halbe Insel, aber da habe ich auch, glaube ich, kein Item, um die zu beeinflussen. Deswegen stellen wir die jetzt einfach irgendwo hin, wo Platz ist. Hier unten zum Beispiel. Und dann geht das schon in Ordnung. So, ich hoffe mal, das reicht fürs Erste. Dann wäre das mal erledigt. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. So, Zoo-Items haben wir gesagt. Tiere. Wo sind die Schiffe? Die kommen ja immer irgendwo raus. Zwei Stück. Die schicken wir direkt mal zur Hauptinsel und dann schauen wir mal. Au, ich weiß gar nicht. Den Zoo erweitern ist natürlich, könnte Platzproblem werden, könnte aber auch, naja, wobei Einflusspunkte haben wir noch und der nächste Plan oder der nächste Step wäre dann sowieso wieder mehr Investoren auf die Insel einziehen zu lassen. Deswegen glaube ich, geht das schon in Ordnung. Ich denke mal, aber ich muss hier auf jeden Fall den Holzfäller opfern. Okay, den könnte ich natürlich auch versetzen. Hier habe ich ja auch alles nur aufgefüllt. Ja gut, dann sinkt halt die Attraktivität wieder minimal, aber die wird deutlich steigen, wenn wir den Zoo ausgebaut haben. Deswegen gehen wir hier mal drüber und brandroden das ganze Ding mal. Und dann würde ich den Holzfäller, weil ich glaube, die Holzfäller, die brauche ich tatsächlich noch. Da habe ich doch einen relativ hohen Verbrauch. Den würde ich ganz gerne noch beibehalten. Oder wollen wir den hier hinsetzen? Setzen wir den jetzt einfach mal hier hin, oder? Wenn wir den Kram hier noch wegreißen, dann kann der hier auch noch ein bisschen mehr aufforsten. Dann hat er halt nicht 100% Produktion, aber das sollte schon in Ordnung gehen. So, hallo? Wieso kann ich die Straßen nicht setzen? Was mache ich gerade falsch? Hilfe! Moment mal. Was ist da los? Was mache ich denn hier gerade? Ach, sieh mal einer an. Hier ist wieder so ein dämlicher Zaun außenrum von irgendwelchen Objekten, die ich irgendwann mal gesetzt habe. Und da kann ich jetzt nicht reinbauen. Okay, aber hier kommen wir schon hin. Ja gut, dann muss es halt so funktionieren. Jetzt ist aber die Frage, ob der Heini hier innerhalb dieses Bereichs aufforstet. Setz dich lieber in den Schatten, Jefe. Da bin ich mal gespannt. Ich fürchte fast nicht. Das heißt, dieser ganze Bereich ist halt unnutzbar jetzt, wo ich die ganzen Bäume da weggerissen habe. Sehe ich das richtig? Weil das kann ich auch nicht wegreißen hier. Das wäre jetzt natürlich schon ein bisschen bitter. Na gut, muss ich mal beobachten. Schauen wir mal. So, gut, aber den Zoo können wir jetzt zumindest noch ein bisschen erweitern. Das sollte funktionieren. Investierte Einfluss 10. Ah, okay, ich hatte gehofft, dass ich hier noch ein bisschen weiter hochgehen kann. Das ist natürlich auch nicht ideal. So, 26 Einflusspunkte haben wir noch. Ja, ist aber auch eigentlich ziemlicher Blödsinn. Ich sollte eher so in die Richtung gehen, weil das ist ja komplett ungenutzter Bereich, ne? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Die Straße macht keinen Sinn, deswegen werden wir das hier ein bisschen umsetzen. Schafft man es hier noch ein bisschen mehr Platz? So. Das ist, glaube ich, dann die sinnvollere Herangehensweise. So. Okay. Recht viel mehr Tiere dürften wir eh nicht haben. Aber das bringt ja schon mal wieder ein bisschen was. So, Luftschiffe. Einmal abladen, bitte. Fast alles legendär. Das sollte schon ordentlich was bringen. So, dann schicken wir den auch direkt wieder weg. Und hier ist der andere Kollege, der darf sein Zeug auch abladen. Zweimal legendär, das heißt plus 100 Attraktivität. Das ist nicht schlecht. Da geht was. So, den schicken wir auch gleich wieder weg. Und füllen mal auf hier drüben. Erstmal die legendären.
Und ich habe wahrscheinlich auch noch ein paar Gehege, die ich noch nicht mit Maximum bestückt habe, oder? Sehe ich das richtig? Nein, wobei. Hier habe ich natürlich auch noch diese Dinger, diese Petuniengärten. Die bringen wahrscheinlich weniger Attraktivität als so ein richtiger, so ein richtiger Tierdingsbums. Ein Gehege, glaube ich, nennt man es. Dann wäre es natürlich noch eine Maßnahme, also auch wenn sie nett aussehen, aber diese Gärten rausschmeißen und durch Gehege ersetzen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Aber hier haben wir schon auch noch so ein bisschen Low-Level-Zeug rumdümpeln. Dann muss der Pelikan jetzt auf jeden Fall fliegen. Und den Moschusochsen, den ersetzen wir auch durch einen Polarbären. Oh, wir haben eh schon die nächste Stufe erreicht. Anmutige Kolonie. Sehr, sehr gut. Okay. 1791 von 2220. 2200. Ja, da kriegen wir, das kriegen wir auch noch easy hin, auf jeden Fall. Das sollte machbar sein. Aber dazu müssen wir erstmal wieder ein paar mehr Investoren einziehen lassen. Oh, das ist aber sehr gut. Journal Fortune, mit dem will ich mich ja gut stellen. Das machen wir jetzt noch schnell. Abschließend. Schiffsbrüchige. Wir sind ja eh schon in der richtigen Welt, sozusagen. Dann können wir hier direkt noch da diese verlorenen Seelen einsammeln. Ah, hier ist das Löwenmäulchen. Sieh mal einer an. Ja, dann schicken wir auch mal zurück in die alte Welt. So, und die dürfen hier die Schiffbrüchigen einsammeln. Beziehungsweise, das müsste doch der Monitor auch können und der ist schneller. Deswegen schicken wir den hier los. Und da hängen wir uns abschließend noch dran. Machen eine kleine Kontrollfahrt durch die neue Welt. Auf Rettungsmission. Ja, es herrscht schon relativ viel Betrieb. Ich muss das vielleicht auch mal ein bisschen im Auge behalten, ob ich nicht doch mehr Anlegestellen brauche, damit das die ganze Warenverschub hier ein bisschen schneller vonstatten geht. Und ich weiß gar nicht, habe ich wirklich die höchsten Grafikeinstellungen? Irgendwie fehlt mir hier irgendwas. Bin mir nicht ganz sicher. Wasser sieht gut aus, aber irgendwie Schattenwurf oder sowas. Muss ich nochmal nachschauen. Da geht's ab. Eine der fetten Versorgungsinseln hier im Hintergrund. Plantagen, soweit das Auge reicht. Auch nett mit dem Wasserfall. Das ist, glaube ich, eine feindliche Insel, oder? Also beziehungsweise eine, die nicht zu mir gehört. Vom Willy, der gute Willy. So, wo sind denn die eigentlich? So, da wollte ich überhaupt nicht hin. Hier drüben. Schon eine ganze Weile entfernt. Lass mal ein bisschen schneller laufen hier. Hängen uns nochmal an den Habicht dran. Mit F1 übrigens, einfach in den Postkartenmodus, wenn ihr das Schiff aktiviert habt. Dann könnt ihr da aus dieser Perspektive einfach ein bisschen mitdüsen. Karibik-Feeling hier. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. So. Wir sind vor Ort. Sehe ich das richtig? Ah ja, okay. Dann sammeln wir die Kollegen mal ein, liefern die ab und das sollte dann plus 5 geben. So. Beim trotzigen Clipper abliefern. Die Brüder. Und vielleicht kommen wir ja tatsächlich mal wieder so in den Diplomatie, in die diplomatischen Gefilde, dass wir mal wieder Handel treiben können mit den Piraten. Nicht, dass ich die ganzen Objekte oder Gegenstände irgendwie unbedingt notwendig brauchen würde, aber es sind halt ein paar ganz nette Items dabei, finde ich. Und generell mit den Piraten zu handeln, ist eine nette Geschichte. So. Okay, wir lassen die hier gerade mal rein. Tim, der Steuereintreiber. Ausgezeichnet. So, und hier können wir die Aufgabe abschließen. Ausgezeichnet. Hab gar nicht geschaut, was es als Belohnung gibt. Wahrscheinlich nur Mist. Oder irgendwie ein paar lumpige Taler. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Das war jetzt zeitgleich, habe ich wahrscheinlich meine plus 5 Ruf bekommen und gleich wieder minus 2. Also mit denen irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen, ist einfach schwierig. Es ist echt schwierig. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ruf 34. Also plus 5 und minus 2. Toll. Großartig. Geschenk anbieten, einschmeicheln. Also wenn das nur bei wahrscheinlich liegt und nicht bei absolut sicher,
versuche ich das gar nicht erst. Also es ist zwecklos. Naja gut, das soll es auch erstmal gewesen sein. Nächste Folge werden wir uns dann voraussichtlich um mehr Einwohner kümmern. Hier drüben in Crown Falls. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.